Welcome back, FC Bayern an der Tabellenspitze. Zumindest noch für ein paar Stunden, dann muss Union Berlin ja gegen Gladbach ran. Und wir sprechen mit Erfolgsmanager Oliver Runert hier bei uns im Studio genau über diese Erfolgsserie der Köpenicker. Außerdem gibt es reichlich Diskussionsstoff beim 2:1 der Dortmunder gegen Frankfurt um einen nicht gegebenen Elfmeter und mal wieder um den Kölner Keller. Was aber am 12. Spieltag noch so passiert ist und wie das zu interpretieren ist, das fasst für uns zusammen Walter Straten und damit ganz herzlich willkommen zur Lage der Liga bei Bild. Man hatte sich schon daran gewöhnt, an die Tabellenspitze ohne die Bayern. Erstmals seit dem 4. Spieltag im August stehen sie jetzt wieder oben. Oder ist es nur ein One-Night-Stand? Der 1. FC Union kann heute mit einem Sieg gegen die Gladbacher Wundertüte vorbeiziehen. Aber klar ist, das Mir-San-Bayern-Gefühl ist zurück. 3-0 in Barcelona, 6:2 gegen Mainz, 6. Pflichtspielsieg in Folge, seit Trainer Nagelsmann mit Choupo-Moting überraschend einen Knipser auf der Bank entdeckt hat. Alles gut in München? Nicht ganz. Das Problem heißt Manuel Neuer. Seit dem Dortmund-Spiel, wo er nur vollgepumpt mit Schmerzmitteln im Tor stand, quält er sich mit einer ominösen Schulterprellung. Auch wenn Nagelsmann und Sportvorstand Salihamidzic offiziell davon ausgehen, dass es der DFB-Kapitän bis zur WM schafft, sicher ist das nicht. Falls Neuer weiter Schmerzen hat, werden sich die Bayern-Verantwortlichen fragen, soll er wirklich nach Katar unter der Gefahr, dass er dann in der heißen Phase der Liga und der Champions League ausfällt? Oder können sie ihm die WM ausreden, damit er fit wird? Die Prognose. Entweder schafft Neuer am 8. November gegen Werder sein geplantes Comeback und er bestreitet seine 4. WM als Nummer 1. Oder wir haben direkt danach eine neue Diskussion. Trapp oder Ter Stegen? Wer fliegt durch die WM-Wüste? Dortmund bleibt dran, auch wenn der Sieg in Frankfurt auf der Kippe stand. Nach dem Haaland-Abgang schießt sich Jude Bellingham in die Mr. Unverzichtbar-Rolle. Was auffällt? Der Engländer zeigt beim Jubeln stolz den Fans das BVB-Wappen. Eigentlich eine tolle Geste. Dann erwartet man jedoch auch, dass er in der kommenden Saison auch noch für Dortmund spielt. Wir diskutieren jetzt hier mit Walter Straten genau über diesen nicht gegebenen Elfmeter und mal wieder über den Kölner Keller. Willkommen auch an dich, Walter. Guten Morgen. Also, mal wieder reichlich Diskussionsstoff. Die Frage kommt auf, natürlich, wieso hat Köln Schiri Stegemann nichts gesagt? Ja, das wird eines der großen Rätsel der Fußballgeschichte sein. Der Schiedsrichter hat sich ja hinterher auch beschwert, indirekt beschwert. Er hat gesagt, der Kölner Keller hat mir kein Zeichen gegeben, dass da was nicht stimmte. Adeyemi hat Lindström gestoßen. Ja. Trotzdem wurde es dann auf Hand für Dortmund gepfiffen, also statt Elfmeter, was die richtige Entscheidung war. Ja. Gewesen wäre, es war sie ja nicht. Und das war genau der Punkt, wo der Kölner Keller hätte eingreifen müssen. Und da hat man den armen Platzschiri Stegemann richtig im Regen stehen lassen. Und das wird natürlich jetzt wieder die Diskussion um den VR richtig anheizen. Hören wir uns an, was die beiden Coaches Glasner und Terzic zu dieser Szene und dem nicht gegebenen Elfmeter gesagt haben. Jeder hat jetzt die Situation gesehen und es ist halt ein klarer Elfmeter. Ich finde, der Schiedsrichter wurde hier im Stich gelassen. Wenn er, und es kann ja mal passieren, dass du die Situation nicht so wahrnimmst am Platz, aber dann gibt es halt Leute, Schiedsrichter, nicht Leute, es gibt Schiedsrichter, die sich das dann am Bildschirm ansehen, in aller Ruhe, nach vor zurückspulen in Zeitlupe. Und dann muss man halt sehen, dass ein Elfmeter ist, das ist ja eh ganz klar. Aber ich habe es im Eingangsstatement gesagt, dass wir heute sehr glücklich waren in ein paar Momenten und das ist definitiv einer davon. Ja, ich denke, Dortmund und Edin Terzic, die müssen sich in nächster Zeit nicht beschweren, wenn es mal eine umstrittene Entscheidung gegen sie gibt. Hat Terzic aber charmant gelöst, ne? Ja, hat er gut gemacht. Er hat ja im Prinzip zugegeben, dass sie da Riesendusel hatten. Ja. Aber was ich noch sagen wollte ist, und da hat Oliver Glasner recht, unser eigener Experte, Thorsten Kienhöfer, hat beim spontanen Eindruck in Echtzeit auch gesagt, alles in Ordnung, das war kein Elfer. Und er hat dann nach Wiederholung, so wie es der Kölner Keller hätte tun müssen, auch revidiert und gesagt, nee, das war doch ein Elfer. Aber genau, das ist ja auch völlig okay, ne? Wenn man eine Szene in Echtzeit natürlich nicht so sieht. Dafür gibt es ja aber eigentlich dann den Kölner Keller. Die Frage kommt ja dann auf, wofür gibt es den, wenn er dann in solchen Situationen nicht eingreift? Ja gut, die Frage ist rhetorisch und ja, die wird immer dann im Raum stehen, wenn so ein Ding passiert. Also ich denke, da wird der DFB
und Videoschiri-Chef Drees ordentlich was zu bereden haben heute und morgen noch. Definitiv. Zu bereden gibt es auch einiges Positives, zumindest beim deutschen Rekordmeister. Die sind wieder zurück an der Tabellenspitze. Eindrucksvoll, so die letzten Spiele, wenn man die beobachtet. Aber es gibt dennoch ein Problem, Manuel Neuer. Wie wirkt der Rekordmeister ohne ihn auf dich und was ist da genau los beim Keeper? Also für die Bundesliga, wie gestern gegen Mainz, reicht es natürlich auch mit Ulreich im Tor. Das ist ein guter Torwart. Das ist kein Problem. Ich sehe da allerdings bei Manuel Neuer größere Probleme, was die nächsten Wochen angeht. Denn das ist so ein typisches FC Bayern-Syndrom. Am Anfang ist es eine harmlose Verletzung und dann dauert es. Und jetzt rennt die Zeit weg bis zur WM. Und ich kann mir durchaus vorstellen, auch wenn der offizielle Teil des FC Bayern das etwas anders sagt zumindest, dass es richtig eng wird für Neuer und die WM, weil es sind ja nur noch ein paar Wochen. Also scheint so, als wäre die Verletzung schlimmer als anfangs gedacht. Na, zumindest die Schmerzen. Also sie sind langwieriger und er hat ja sein Comeback schon ein paar Mal verschoben. Jetzt soll es auf einmal gegen Werder Bremen sein am 8. November. Dann ist es das vorletzte Bundesligaspiel vor der WM. Glaubst du daran, dass er da wieder im Tor steht? Na, er muss ja im Tor stehen. Ich glaube, wenn er gegen Bremen nicht im Tor steht, dann muss sich natürlich auch Hansi Flick überlegen, was er macht. Also halten wir fest, auch ohne Manuel Neuer, zumindest in der Bundesliga, reicht's aktuell. Die Bayern zurück an der Tabellenspitze, zumindest für ein paar Stunden. Union Berlin muss gegen die Wundertüte, wie es Walter gesagt hat, Gladbach ran. Und wir sprechen jetzt mit einem, der 2019 schon dabei war, als Union Berlin feiern durfte. Über den Aufstieg in die Bundesliga. Und jetzt feiern sie eventuell am Ende der Saison genauso oder noch mehr, wenn sie denn Meister werden sollten in der Bundesliga. Und einer, der an dieser Erfolgsserie seit den letzten Jahren wirklich großen Anteil hat, ist Oliver Runert, der Manager der Unioner. Und der ist uns jetzt live zugeschaltet. Herzlich willkommen bei Lage der Liga, Herr Runert, auch an Sie. Hallo, schönen guten Morgen. Können Sie diesen Blick auf die Tabelle nach gestern überhaupt noch verkraften? Können Sie damit noch umgehen, wenn Sie die Bundesliga-Tabelle sehen und Union steht nicht auf Platz 1? Ja, ist sehr, sehr schwierig für uns natürlich. Da sind wir überhaupt nicht gewohnt, dass wir plötzlich in Tabellenregionen auftauchen, die wir eigentlich nicht so mögen. Ich war nein. Also ja, ich konnte trotzdem relativ gut schlafen, muss ich ganz klar sagen. Und wie gesagt, also von daher, es ist für uns nach wie vor eine wunderbare Aufnahme der Tabelle, wie sie augenblicklich ist. Gott sei Dank, Sie sehen auch ausgeschlafen aus. Schauen Sie inzwischen aber zuerst dennoch auf die Ergebnisse der Bayern und der Dortmunder, bevor Sie eventuell auf andere Teams gucken. Nee, das tun wir nicht. Wir schauen einfach auf die Möglichkeiten, die wir selbst haben und auf uns. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und der Trainer hat es ein paar Mal schon betont. Und das ist auch im Grunde das, was richtig ist. Wir bewerten die Tabelle anhand der Punktzahl. Und die Punktzahl ist für uns das Relevante und weniger der Tabellenplatz, der vorne steht. Es gibt ja ein Team in der Premier League, das sich Leicester nennt, das mal die Sensation schlechthin geschafft hat und die Premier League gewann vor ein paar Jahren. Ist Union Berlin dieses Jahr wie Leicester? Das ist schon eine etwas andere Situation noch mal damals zwar gewesen in Leicester, aber natürlich ist es auch ein sehr, sehr kleiner Club gewesen, der dort für Furore gesorgt hat. Nichtsdestotrotz, ich finde, das ist völlig legitim und es ist auch gut, gerade für den Fußball, dass Menschen einfach so ein Vorbild haben, dass es so eine Leicester-Geschichte noch mal gab. Was im modernen Fußball heute eigentlich, ich sag mal, in den großen Nationen und in den großen Fußballnationen eigentlich gar nicht mehr möglich erscheint. Und in Leicester war es damals nochmal so der Fall, beziehungsweise in England in dem Fall. Und ja, Menschen sollen träumen, sollen auch darüber diskutieren. Das macht ja den Fußball so spannend und das ist ja das Schöne dabei. Trotzdem glaube ich, dass auch jeder realistisch genug ist zu wissen, dass so ein Leicester wahrscheinlich einmal in 100 Jahren wohl vorkommt, in dieser Neuzeit der Fußball-Top-League. Na ja gut, Herr Wundert, Leicester war in England, einmal in 100 Jahren, sagen Sie. Vielleicht ist ja dieses Jahr einmal in 100 Jahren, was die Bundesliga angeht. Wir versuchen, Ihnen ein bisschen auf die Spur zu kommen. Sie sind ja der Transfermeister ohnehin der Bundesliga. Wenn ich richtig gerechnet habe, haben Sie seit 2018 95 Spieler geholt und auch 95 Spieler abgegeben. Wie schaffen Sie das mit einem relativ geringen Budget, dann doch immer, fast immer die richtigen Spieler zu holen? Wie zum Beispiel jetzt auch Torjäger Becker. Also am Ende habe ich es nicht gezählt, um ehrlich zu sein. Da sind Sie dann besser informiert als ich. Für mich ist es ja immer wieder eine Aufgabe, oder für uns ist es immer wieder eine Aufgabe, zu bewerten, wie ist unser Kader im nächsten Jahr. Und es ist ja auch immer wichtig zu betonen,
Wir sind ja nicht immer die, die diese Transfers unbedingt machen wollen. Es gibt ja auch Wünsche der Spieler, das darf man halt nicht vergessen. Und am Ende ist die Planung jetzt schon die, wie kann unser Team im Endeffekt im Grunde genommen in der nächsten Saison, wie könnte, ich muss es im Konjunktiv sagen, aussehen. Und ich glaube, das ist die Idee, die dahinter steckt, zu sagen, wir müssen irgendwo einen vernünftigen Mix hinbekommen im Rahmen unserer Möglichkeiten und müssen dafür gute Charaktere finden. Und ich glaube, das ist das, was wir hier versuchen zu machen, damit dann am Ende auch möglichst frühzeitig ein Kader steht, mit dem unsere Trainer und unser Trainer arbeiten können. Wenn Sie mit so bescheidenen Mitteln so viel erreichen, wie gut wären Sie eigentlich als Manager vom FC Bayern mit einem größeren Festgeldkonto? Ja, die Frage hatte ich jetzt. Ich hatte es fast schon mir gedacht, als ich angefangen bin, der Staaten zu formulieren, dass die Frage kam. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass der FC Bayern München seit Jahren sehr, sehr erfolgreich ist. Von daher, auch wenn es da immer natürlich auch einen Fokus gibt, der nochmal anders ist als der auf den ersten FC Union Berlin, ist da wohl auch nicht so viel falsch gemacht worden. Und von daher, ich glaube, dass man sich mit dem, was man macht, arrangieren muss. Und das ist bei Bayern München mit den Mitteln, die dort zur Verfügung stehen, nicht anders als, ich sag mal, bei dem ersten FC Union Berlin, als beim VfL Bochum, bestmöglich mit den Möglichkeiten, die man hat. Und von daher, ich habe immer gesagt, ich habe nie irgendwelche Dinge in meinem Leben großartig ausgeschlossen, sondern immer gemacht. Und das ist immer die Situation, in der man ist, mit der muss man sich arrangieren und dann gute Lösungen finden. Oder sind die vielen Transfers eine Antwort auf die Konstanz in der Trainerfrage? Urs Fischer ist ja nun schon auch länger dabei. Und man sagt ja, entweder muss man mal die Mannschaft auswechseln oder den Trainer im Laufe der Jahre. Und Sie wechseln ja häufiger das Spielerpersonal aus. Ist das quasi die Antwort auf Urs Fischer? Ja, kann man kurz beantworten. Ist definitiv so. Wenn du eine große Kontinuität im Club hast, wie wir sie haben, muss man immer wieder dafür auch sorgen, dass bestimmte Dinge, wie eben das Erlebnis alte Försterei, wie eben auch, ich sag mal, sich behaupten müssen für die Platzhirsche, immer wieder halt auch eine Herausforderung darstellt. Und dass diese Liga, dieses Umfeld, 1. FC Union Berlin, was sicherlich speziell ist in dieser Bundesliga, eben auch immer wieder diesen Leben eingehaucht bekommt. Und wenn das nicht, ich sag mal, über andere Personalien im Club passiert, muss man auch immer wieder versuchen, das ist häufig jetzt immer wieder gebraucht, aber muss man halt versuchen, auch das extern herbeizuführen, finde ich schon. Speziell, Herr Runert, wäre ja auch, wenn man Unionsspieler bei der WM im Kader von Hansi Flick sehen würde in Katar, die ja jetzt in knapp 3 Wochen startet. Wen werden wir denn da von Union im Kader der deutschen Nationalmannschaft sehen? Das weiß ich nicht. Ist ja auch eine Entscheidung, die treffen nicht wir, trifft Hansi Flick, soll er auch treffen. Ich finde nur eins ganz interessant und mir hat ein Kollege von Ihnen vor einiger Zeit mal gesagt, dass der ehemalige Bundesträger Juri Löw ihm gesagt hat, Mensch, wenn ich die deutsche Bundesliga betrachte und sage, wer spielt denn eigentlich am besten defensiv, wer verhält sich gegen den Ball am besten, dann tauchen da bei ihm einfach Spieler von Union Berlin auf. Und jetzt ist er nicht mehr verantwortlich, aber das zeigt trotzdem, dass der ehemalige Nationaltrainer eben sicherlich auch diesen Blick dafür hat, zu sagen, da sind durchaus Spieler, die können uns in gewissen Situationen helfen. Und das finde ich erstmal beachtlich und ich sag mal, spricht auch für die Jungs bei uns, die ihren Job dort machen. Und wenn Sie Hansi Flick eine Empfehlung aussprechen würden, wie würde diese dann lauten? Wen soll er mitnehmen? Wissen Sie, das nochmal, ich glaube, die Defensivspieler, wir nehmen immer Leute, die wahrscheinlich eben auch immer so ein bisschen unterm Radar halt gelaufen sind oder unterm Radar letzten Endes geflogen sind in den letzten Jahren. Ich sag mal, Rani Khedira spielt seit anderthalb Jahren hier auf einem konstant guten Niveau, für uns richtig guten Niveau und auch in der Bundesliga ja guten Niveau. Robin Knoche ist punktemäßig schon mal im VfL Wolfsburg, wenn er gespielt hat, immer sehr, sehr erfolgreich gewesen. Nicht filigran und da wird man immer sagen, da fehlt was. Ja, das ist vielleicht dann auch so, aber man muss nicht immer das bewerten, was möglicherweise fehlt, sondern man muss immer bewerten, was ist. Und was man da sieht, ist etwas Solides, etwas, worauf ich mich verlassen kann. Und das kann in bestimmten Phasen sehr hilfreich sein. Apropos Rani Khedira, weil Sie ihn selbst erwähnt haben. Gestern hat ein spanisches Fußballportal gemeldet, dass der FC Barcelona ihn im Winter holen will. Was ist da dran? Hat Barcelona schon bei Ihnen angerufen?
Leider deshalb noch nicht, weil es ist ja zwar eigentlich ein finanzschwacher, aber dann doch ein finanzstarker Club anscheinend. Und von daher, also würde ich mir natürlich mal sehr anhören oder sehr gerne mal anhören, was denn der FC Barcelona vom ersten FC Union Berlin wollen würde. Von daher wäre mal spannend. Dann wären wir, glaube ich, in eine ganz neue Kategorie vorgestoßen, wo uns jetzt schon möglich ist, Spieler zum FC Barcelona zu transferieren. Also leider klingt ja fast so, als würden sie sich freuen, wenn die Spanier anrufen würden. Gibt es keinen Spieler bei Ihnen, der tabu ist für einen Verkauf, wenn die Summe stimmt? Nee, es macht ja auch keinen Sinn, weil am Ende entscheiden die Spieler. Wissen Sie, ich sage, das ist am Ende eine Entscheidung, die man natürlich gemeinsam trifft. Und wir haben nicht die Notwendigkeit, das zu tun. Und wir wollen auch eine gute Mannschaft auf dem Platz haben. Aber, und da stimme ich mit Urs Fischer übrigens absolut überein, ja, wenn ein Spieler für sich im Kopf hat, was anderes machen zu wollen, ja, und das auch mit Macht machen zu wollen, dann wird er sehr wahrscheinlich nicht mehr bei uns derselbe Spieler sein, wie er jetzt ist. Wir brauchen hungrige Spieler, Spieler, die das hier absolut leben und wollen. Und Rani ist übrigens einer, der das jedes Mal wieder neu zeigt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das so ist. Aber wenn es so wäre, würden wir uns auch damit beschäftigen. Interessant. Einen anderen Spieler haben Sie abgegeben und da wunderten Sie sich viele und dachten, oh, jetzt geht's mit Union bergab. Das war Max Kruse, ist nach Wolfsburg gegangen. Union ist weiter nach oben marschiert und Max Kruse ist inzwischen weg vom Fenster, suspendiert quasi. Sind Sie eigentlich froh, dass Sie noch ein bisschen Geld für ihn gekriegt haben und dass Sie das Problem Kruse damals so losgeworden sind? Na, wir hatten kein Problem Kruse. Also das muss man, glaube ich, mal ganz klar betonen. Es gab bei uns ja kein Problem Kruse. Im Gegenteil, Max Kruse hat mit uns, ja, und unter anderem auch durch sein Tor in die Conference League geschossen und geköpft. Ja, er hat sich super integriert. Wir waren mit ihm erfolgreich. Und als Max weg war, haben wir die ersten 4-5 Wochen, ich glaube, gar keinen Punkt geholt. Also es war erstmal schwierig, ohne ihn sich neu zu justieren. Und von daher, ich kann über Max, und das werde ich auch nie tun, also ein negatives Wort verlieren. Und ich habe schon gesagt, ich respektiere eine Entscheidung, die der VfL Wolfsburg trifft, weil das kann ich gar nicht, das ist deren Sache. Und das müssen dort sportlich Verantwortliche tun. Ich bin froh, dass Max hier war und dass wir am Ende dann ein halbes Jahr vor Karriereende, beziehungsweise nicht Karriereende, sondern Vertragsende von Max dann nochmal die Möglichkeit hatten, weil er das wollte, für ihn auch noch eine Ablöse zu kassieren, weil er zum VfL Wolfsburg gegangen ist, war für uns sicherlich nicht der schlechteste Deal. Definitiv. Herr Runert, Sie haben schon das Phänomen alte Försterei angesprochen. Sie könnten ja aber eigentlich für jedes Spiel doppelt so viele Tickets wahrscheinlich verkaufen. Gibt es denn Pläne oder Gedanken, das Stadion auszubauen, zu erweitern oder gar ein neues zu bauen? Ja, Sie haben völlig recht. Es ist verrückt, wie viele Anfragen alleine für das Spiel heute und das Spiel gegen Borussia Dortmund. Also da ist es nicht nur die doppelte Zuschauerzahl, die du verkaufen könntest, sogar wahrscheinlich noch mal mehr. Es ist in der Tat halt sehr begrenzt und das ist sehr, sehr schade, weil viel mehr Menschen natürlich gerade auch jetzt in der momentanen Situation, ja, Europa League, DFB-Pokal, Meisterschaft, Union sehen wollen. Und deswegen, es gibt die Pläne, es ist alles in der Schublade. Man ist auch dabei, Baurecht zu erwirken und die alte Försterei soll in den nächsten Jahren anwachsen auf 38.000 Zuschauerkapazität und die Pläne sind sehr weit fortgeschritten und ich glaube, so wie man diesen Club in den letzten Jahren erlebt hat, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, ist die Umsetzung eigentlich auch immer erfolgt. Aber immer mit dem gleichen Standort da in Köpenick? Ja, ich glaube, der ist hier nicht verhandelbar. Also wenn man unseren Präsidenten kennt, wenn man hier die Menschen kennt, die hier handeln, die würden alles tun, aber ich glaube, nie die alte Försterei aufgeben. Und das ist einfach eine zu große Bindung, A, zum Standort und B, auch zu Köpenick und zu den Menschen hier. Also das wird nicht funktionieren. Ich glaube, mit einem derzeit handelnden und auch in Zukunft handelnden Präsidium und so weiter wird es Union Berlin nur an diesem Ort gehen. Herr Runert, Sie sind politisch aktiv, sitzen in 5 Gremien, Sie sind außerdem Amateurschiedsrichter und Sie haben ja auch noch einen Job bei Union. Wie viele Stunden hat Ihr Tag denn eigentlich? Auch noch, ist gut, die Formulierung stimmt. Jetzt muss ich sagen, muss ich mich auch mal wieder drüber rumkümmern, so zur Abwechslung. Nein, also es ist, glaube ich, so, dass man, das andere ist Hobby. Und ich sag mal, so wie Sie Ihr Hobby betreiben und wahrscheinlich das ein oder andere dann halt zeitig dafür aufwenden, so ist es bei mir auch. Und natürlich ist es auch im Hobby so, dass bestimmte Dinge verantwortungsvoll zu handeln sind, unter anderem das politische Amt und Mandat. Von daher ganz eindeutig brauchst du gute Leute und deswegen funktioniert es auch ganz gut. Was mir allerdings im Moment fehlt durch die ganzen Spiele, und das kann ich Ihnen sagen, sind meine Sonntage, sonntagsnachmittags, auch mal bei den Amateurspielen mich zu bewegen und auf Platz zu stehen, um mal wieder runterzukommen, weil im Moment ist das Level immer nur am Anschlag, weil wir Sonntag
Donnerstag, Sonntag, Mittwoch und wieder spielen. Ja, und von daher ist mein Sonntag im Moment nicht so, wie ich ihn mir wünsche. Aber der Sonntagmorgen hoffentlich, wenn Sie dann bei uns zu Gast in der Sendung sind. Alles gut, alles gut. Sie sind Fraktionschef der Linken im Iserlohner Stadtrat. Die Linke und der kapitalistische Sport Fußball, wie passt das zusammen? Ist Ihnen die Frage schon häufiger begegnet und wie kriegen Sie das in Ihrem Kopf so hin? Nein, ist in den ganzen Jahren das erste Mal, dass mich das jemand fragt, Herr Spaten. Also es ist interessant. Nein, es ist wirklich so, das ist natürlich absolut. Sie haben vollkommen recht, das ist so. Und man kann auch immer wieder betonen, ich meine, das ist wichtig. Ich bin seit 2009 im Iserlohner Stadtrat Vorsitzender, Fraktionsvorsitzender. Und ich kann Ihnen auch sagen, bevor ich halt im Endeffekt Bundesliga-Manager geworden bin. Und ich habe schon gesagt, auch bevor ich zu Schalke gekommen bin, als Direktor der Knappenspieler oder was dann auch fungiert habe, du suchst dir bestimmte Dinge in deinem Leben nicht aus und die änderst du auch nicht, nur weil du in einer beruflichen Schiene irgendwelche Sprünge machst. Und ich finde es auch, und das war immer schon so, ich finde es sehr, sehr wesentlich und wichtig, welche Inhalte ich vertrete und wofür ich stehe. Und ich glaube, mit den Inhalten und Werten, für die ich stehe, kann sich jeder verbinden. Und ich bin niemand, der glaube ich, mit irgendwelchen Spinnereien durch die Gegend läuft, sondern der immer versucht, sehr realistisch und sehr real Politik zu machen und auch im Leben unterwegs zu sein. Und deswegen kann sich, glaube ich, auch jeder damit ganz gut identifizieren. Unter anderem auch in Iserlohn übrigens, wo ich herkomme, wo ich da aktiv bin und wir immerhin dort den höchsten Stimmenanteil überhaupt der Linksfraktion in ganz Nordrhein-Westfalen mal geholt haben. Ja, könnten Sie auch noch das Amt des Bürgermeisters anstreben, Iserlohn? Bundeskanzler wollte ich zuerst sagen, nein. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Haben Sie schon mal versucht, Sarah Wagenknecht in die Försterei zu holen? Oi, oi, oi. Nein, ich kenne Sarah Wagenknecht übrigens auch und von daher, ich weiß gar nicht, ob sie schon mal in der alten Försterei war, aber glauben Sie mir, viele Politiker, und das ist nicht nur von der Linkspartei, freuen sich auch mal in der alten Försterei zu sein, sich das Erlebnis mitzunehmen und versuchen dort zu sein und es sind politisch, glaube ich, da keine Grenzen. Und ich habe auch mit Paul Ziemiak, dem ehemaligen Bundesgeschäftsführer der CDU, der auch aus Iserlohn kommt, wir haben auch schon hier über all diese Dinge schon x-mal und diskutiert, gesprochen. Und da gibt es keinen Grund, jetzt auf Sarah Wagenknecht und die Linke zu gehen, die hier hin muss. Das kann genauso halt im Endeffekt Franziska Giffey sein oder wer auch immer. Die sind alle willkommen. Na gut, das war sehr diplomatisch. Kommen wir mal einmal zu Ihrer Vergangenheit. Sie sind ja eigentlich ein Schalke-Gewächs. Sie waren bis 2017 Chef der Knappenschmiede. Sind Sané und Draxler zum Beispiel, fühlen Sie, dass es Ihre Gewächse sind? Haben Sie Anteil an deren Karriere? Ja, das glaube ich schon, dass das auch mit meine. Also nochmal, als erstes immer derjenige, der diese Jungs am Ende ausgebildet hat und durchgebracht hat und dafür auch immer wieder federführend steht, das muss man ganz klar betonen, ist Norbert Elgard als A-Jugendtrainer und die Trainer vorher. Aber Norbert Elgard als letzter Veredler, das ist halt, muss man sagen, einmalig in Europa. Und dieser Mensch hat sicherlich dafür gesorgt, dass die Karrieren von vielen Spielern, unter anderem den gerade beiden genannten, diese Wendung bekommen haben, Joel Matip und ich könnte ganz viele aufzählen. Aber natürlich, Julian Draxler, ich weiß noch, wie ich mit ihm hochgegangen bin zu Felix Magath damals und ihm mitgeteilt habe, du wärst jetzt Profi und spielst dort gegen, ich glaube, Nürnberg war es damals. Und natürlich haben wir diese Gespräche geführt und ich war da auch sicherlich nicht und genauso auch bei Leroy mit vielen diversen Gesprächen. Und ich mag die Jungs, ich glaube, die Jungs werden auch nichts Negatives andersrum erzählen, obwohl es manchmal harte Gespräche gab. Aber ja, natürlich ist da eine Beteiligung bei. Herr Runde, kurz und knapp, Rufen Schröder hat ja bei Schalke auch aus persönlichen, privaten Gründen hingeworfen. Wäre das für Sie als Ex-Schalker in Zukunft ein Job? Ich habe irgendwo in einem Interview gelesen, dass Sie maximal 10 Jahre Manager in der Bundesliga sein wollen. Das heißt, die Uhr tickt ja. Ich habe gesagt, ich werde keine 10 Jahre da sein. Von daher, wenn Sie es noch weniger geworden. Also von daher, nein. Also Schalke, wir hatten diese Thematik schon mal und es gab sicherlich auch schon mal die Möglichkeit und ich mag diesen Verein, ich werde über diesen Verein bis zu meinem Lebensende Mitglied bleiben, weil irgendwo ist da ein Schalker Herz, genauso wie jetzt ein Union Herz da ist und ich liebe diese Vereine und ich liebe die Menschen dort und es ist auch nicht weit von mir zu Hause. Aber am Ende ist jetzt, glaube ich, auch die Zeit oder nicht die Zeit, irgendwo das zu besprechen und auch das zu irgendwo anzustreben, weil ich hier mich wirklich sehr, sehr wohl fühle, weil es keine Notwendigkeit derzeit gibt. Herr Wundert, der schwierige Teil ist vorbei, jetzt dürfen Sie nur noch mit Stimmt oder Stuss antworten. Jetzt kommt unser Spielchen.
These Nummer 1, Oliver Runert hätte einen Investor wie Windhorst und seine 374 Millionen für Union abgelehnt. Stimmt oder Stuss? Stimmt. Stimmt oder Stuss? Planen Sie schon heimlich die Meisterfeier in Köpenick? Ich darf auch Vollstoß sagen, hat man mir gesagt. Ja, gerne. Schauen Sie mal, wir haben es schon dürfen animiert. Sie auch, aber es sieht gut aus. Sie und Meisterschale. Abwechslungsreich, endlich mal. Schönes Bild möchte ich zugeschickt bekommen, bitte mal, weil man soll ja auch Träume sich irgendwo mal hinhängen, habe ich gedacht. Muss man manifestieren. Sie bekommen es aber trotzdem Stuss, oder? Vollstoß. Genau. Besten Dank, Oliver Runert, Unionserfolgsmanager bei uns, zu Gast in der Sendung. Alles Gute für Sie und liebe Grüße nach Köpenick. Ihnen auch, vielen Dank und schönen Sonntag zusammen. Ebenso, danke. Danke. Ja, Walter, sympathischer Auftritt von Oliver Runert. Ja, total offen. Authentisch. Und die erstaunlichste Aussage war, er würde über einen Verkauf von Rani Khedira nachdenken, wenn Barcelona kommt. Und wir schicken ihm das Bild mit der Meisterfeier zu. Halten wir fest. So, danke an dich auch, Walter. Vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Der Fußballtag bei Bild geht hier weiter an dieser Stelle mit Intor National und Lage der Liga kommt wie gewohnt nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.